Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur nächsten Folge von Assassin's Creed. Vielleicht schon zur letzten Folge, wer weiß. Ich teleportiere mich gerade zurück. Back to the City. Da wir jetzt alle Ortesten ausgelöscht haben, können wir jetzt mit Hafen reden. Adam. Und hab mein Ziel erledigt. Nimm nur, Haitham. Die letzten Siegel des Ordens. Du findest unter ihnen auch König Alfred. König Alfred? Führte dich unser armer Mitstreiter zu seinem Versteck? So war es, denn sie waren ein und derselbe. Unser armer Mitstreiter Christi war der Großmagister des Ordens der Ältesten. Er wandte sich gegen seinen eigenen Orden? Faszinierend. Er zerstampfte sie eher. Seine Hingabe für Christus und was er den allumfassenden Orden nennt, machte ihn von Anbeginn zu ihrem Feind. Er verabscheute den Titel und die Pflicht, die er geerbt hatte, zutiefst und wollte sie vernichtet sehen. Wundervoll. Durch sein Abdanken wurde die letzte Festung des Ordens niedergerissen. Was bleibt, sind verstreute Fetzen. Und du, Eivor, nun, da du unseren Feind gesehen und unsere Sache verstanden hast, willst du dich uns vielleicht anschließen und Teil der Verborgenen werden? War das dein heimliches Ziel, Haitham? Eine Feuerprüfung? Das Angebot ist sehr freundlich, aber ich glaube, wir kämpfen für Unterschiedliches. Euer Credo verlangt, dass eure Siege verborgen bleiben. Ich trage meinen Ruhm lieber für alle zur Schau. Wenn ich dich unser Credo lehrte, du Zeit damit verbrächtest, würdest du deinen Geist vielleicht für anderes öffnen? Eine andere Sicht ist stets willkommen. Aber ein Leben ohne Ruhm, Ehre und Erfolge zu feiern, ist für mich nicht lebenswert. Doch sei dir gewiss, ich würde ohne Zögern mein Leben für jene geben, die ich liebe und die mich zurücklieben. Für alle hier. Auch für dich, mein Freund. Ich verstehe dich gut, Eivor. Sehr gut sogar. Thors Mantel. Tempo wird durch Betäubung und es geht in dieser Hütte, die Verbesserung für Betäubung. Ja. Finde ich jetzt nicht so atemberaubend, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt haben wir die Markierung gelöscht. Dann ab zur Wandi. Ravandi. Mein Gott. Sühnen, leite mich. Hey, Eivor! Eivor, hey! Wie schön dich. Hampton Shear ist gefallen und mit ihm das Königreich Westsexe. Doch der Preis war hoch. Vielleicht zu hoch für das, was wir erhielten. Ruh dich aus. Das hast du dir verdient. Zu viele mussten leiden. Die Zeit wird zeigen, ob es das wert war. England befriedet. Du hast ganz England befriedet, aber noch nicht alle Wunder dieser Welt gesehen. Erkunde sie weiter und schreibe deine Sage fort. Verbessere die Siedlung, jage die restlichen Mitglieder von Orten des Ältesten und schieße alle verborgenen Inhalte in England und ab. Alright. Jetzt hätten wir Irland, hätten wir jetzt als nächstes. Das Deal oder das Ziel. Was? Rauzüge habe ich leider nicht mehr. Aber wir haben noch eine Sache offen. Ich möchte die Bündnis. Nämlich das hier. Was kannst du mir über Vinland sagen? Ist es wahr oder nur ein Märchen? Märchen oder nicht. Ich habe jemanden gefunden, der dich dorthin bringt. Sie behauptet, es schon einmal gesehen zu haben. Wenn sie bereit ist, an meiner Seite ihr Leben auf der langen Reise aufs Spiel zu setzen, reicht mir ihr Wort. Nessa ist ihr Name. Such sie am Hafen auf, wenn du bereit bist, aufzubrechen. Vinland war ja, glaube ich, was ist nicht das DLC? Ich hab's mir anders überlegt. Ich sollte gehen. Ich kann mich ja schon mal trotzdem anbieten. Was kannst du mir über Märchen oder nicht? Wenn sie bereit ist, dann Nessa. Neue Verbündete, Finnland.
Ich gehe sofort und beende das Leben Gorm Cute wie sonst dort, wo keine Valkyrie ihn finden kann. Die Reise ist lang, Eivor. Sei vorsichtig. Jetzt können wir auf der Karte kurz gucken, ob wir da schon mal waren. Ah ja, waren wir schon mal. Dann ist ja alles dort. Weil ich dachte, das wäre das DLC-Gebiet, aber genau. Ich erinnere mich. Ja. Mal gucken, was ist passiert. It's a long time ago, wo wir hier waren. Um Knirm war es, glaube ich, wie er hieß, zu töten. Da hatten wir auch mal einen Edenapfel oder so bekommen. Ich glaube, es war kein Edenapfel, aber jedenfalls ein Schlüssel. Du musst dich nicht mehr verstecken, Olaf. Gorm ist tot. Gorm? Tot? Durch deine Hand? Er zahlte einen blutigen Preis für seine Ehrlosigkeit. Mehr sage ich nicht. Kehre zu deiner Schwester zurück. Oh, das werde ich. Doch zuerst geselle ich mich zu den Einheimischen ans Feuer. Ich höre gern ihre Geschichten, auch wenn ich nichts verstehe. Geschichten? Erzählen sie ihre eigenen Sagas? Ja, ja, sie erzählen Geschichten. Ja, komm, hör zu. Zokki, Rarondunde, Wasagorori, Neyotzi, Zizu, Waharu, Hau, Toyedene, Sinue, Rodiskara, Gehte, Junkquiro, Taguani, Dehni, Zaruki, Totni, Dagwe, Ja, Dehni, Ganare, Ziosumaya. Danu Akwegu, Gasumwa Hunzi. Yotzi Zizu, Yagode Denegwa Dawagu, Danu Rarondode, Yesutne Yirade. Zokki, Osumogu, ja undke Doda, Ahirek, Dogatka Negre. Tundayawasi, Rarondode, ja Sagorege. Osumogu, ja Eanda ne, ne Yotzi Zizu. Zi Waagoyant da Haje, wa Eanahadu, zi Nahoda wa Egweni. Nia dega derege, ja ehowe, zia eant dat ne, zi de jutsu wagerdas. Gods, Gohnerago, dag wagara du has. Ich verstehe dich nicht. Oh, du willst, dass ich eine Geschichte erzähle? Na gut, lass mich überlegen. Eine Geschichte von Verrat, von selbstsüchtiger Bosheit, von Göttern wie verzogene Kinder. Von all unseren vielen Göttern ist Odin der am meisten Verehrte. Er ist der Allvater, der Erhabene, der weise König. Trotz all seines Ruhms kann er auch der trügerischste seiner Art sein. Eigensüchtig, zurückgezogen, stur, sogar grausam. In lang vergangenen Tagen geschah es, dass Odins Sohn Balder plötzlich von seiner einzigen Schwäche getötet wurde. Der Mistel.
Odin hielt den Tod seines Sohnes für einen Unfall und sandte eine Nachricht zur Jötun Hel mit der Bitte, seinen lieben Sohn ins Leben zurückzulassen. Hel willigte ein, unter einer Bedingung. Jedes lebende Wesen in den neuen Welten musste eine Träne der Liebe für Balder vergießen. Sofort ließ Odin in jedem Winkel der Welt seine Bitte verlauten, dass alle für seinen geliebten Jungen weinen mögen. Und alle folgten, bis auf eine. Jötun namens Tök weigerte sich, für Balder zu weinen. Soll Hel behalten, was sie erhielt, sagte Tök voll Bosheit. Und so war Balder für immer verloren. Er wurde mit einem Totenboot nach Midgard geschickt und dort zwischen Bäumen und Felsen begraben. Was Odin nicht wusste, Tök war niemand anderes als der verkleidete, listenreiche Loki. Ein Gott, den er Freund nannte. Schlimmer noch, Loki war es, der Balder durch einen Mistelzweig in den Tod geführt hatte. All diese Kniffe und Finden waren Lokis Geist entsprungen. Manche sagen, es lag an Lokis grausamer Natur. Andere hielten es für Rache für etwas, das Odin Loki und seinen Kindern angetan hatte. Und wieder andere glauben, dass all diese Taten, ob gütig oder grausam, vor langer Zeit in die Muster ihrer Leben gewoben wurden. Dass wir nicht die Wasser unseres eigenen Schicksals sind, sondern nur seine Leser. Und dass wir... Oh. dass wir uns gegen diese Sicht wehren sollten. Denn sie ist nicht willkommen. Angwagara du hast seine Art Nowara Raugara. Nene auch niot die Watadet Nowia ge. Gorm brachte diesen Stein zu einem seltsamen Zweck über die Walstraße. Ich weiß nicht wieso, doch er scheint zu diesem Land zu gehören. Joskatz. Gwa. Das nu sage, wat nit darde. Dagwa wirde, go? Nimm du ihn und bewahre ihn. Eines Tages erfährst du vielleicht seinen Zweck. Danke. Euch allen. Für alles, was ihr getan habt. Aya, Watski. Yeti soto gungaha. Ayesa haharata. Gatnaraga. Haben wir jetzt wirklich das Ding abgegeben? Right a moment. Das will ich jetzt nachschauen. Das war hier, ne? Ich weiß es nicht mehr. Hier? Ja, hier. Ach, das wollte ich sogar nicht. Da. Wie gesagt, lass uns mal ganz kurz nachschauen, mehr will ich ja nicht. Und dann kehren wir zurück nach Hilda. Stimmt, wir haben ja hier kein Pferd. Das ist ja noch dieses, wir müssen laufen, Abschnitt. Naja. Was stolz. Also ich weiß, es gibt noch ein paar Sachen zu erkunden. So was wie Excalibur und Thors Hammer können wir noch holen und alles. Das sind Sachen, ich weiß nicht, ob ich dafür extra Folgen machen soll, aber ich muss es noch überlegen. Da ja jetzt so gesehen ist das Spiel ja fertig, aber ich habe noch ein paar Sachen, die ich mir noch angucken möchte. Unter anderem die Wand. Und unter anderem will ich noch, hier... Die werden sofort angreifen. Ich komme gleich auf den Namen. Den Animus einmal verlassen. Wir warten, bis du müde bist! So, wir lange noch, liebe Freunde.
kann auch gerade sein, dass ich im Kampf liege. Zielt auf die Ratte! Scheint nicht so zu sein. Kann ich mich nochmal wegteleportieren? Schnell weg hier. Die Story wird jetzt mit DLCs weitergeführt. Also wenn ich jetzt wissen will, wie es weitergeht, muss ich halt erst die DLCs spielen. Das heißt, ich muss jetzt auch erst wieder warten, bis wir hier rauskommen überhaupt. Eins ist ja schon draußen. Aber so schnell werde ich es nicht spielen, das DLC tatsächlich. Ich werde das DLC aber bei mir wahrscheinlich erst in 2 Wochen oder so anfangen, erst so Ende nächsten Monats oder so. Weil meine Festplatte ist jetzt eh so zugemüllt mit den ganzen Folgen. Wenn meine Festplatte hingehen würde, würden über 30 Folgen verschwinden. Aber das komplette Ende wäre weg. Scheiß Flammer hier. Jora aus Jofor weg. Du hast deine Arbeit lange liegen lassen. Jora gibt es nicht länger. Mein Name ist Eivor, Dränger des Rabenclans. Und mein Zweck ist erfüllt. Zweck? Welcher Zweck denn? Gam ist tot! Der Troll ist tot! Olaf! Schwester, lass uns feiern! Garm Kjötvison gibt es nicht mehr. Erschlagen von Eivor Rabenfreundin, Eivor Waldläuferin, Eivor Olafs Retterin. Was ist los? Ich hatte eine langwährende Blutfehde mit Gorm und seinem Clan. Nun kann sie ruhen. Oh, die Skalden werden von diesem Tag berichten, wie Eivor Gorm bis an den Rand der Welt jagte. Wie dem auch sei, Gorm ist tot. Ich würde euch empfehlen, diesen Ort zu verlassen. Hier gibt es nichts für uns. Ich widerspreche nicht. Gorm war wahnsinnig und wahrlich ein Troll. Aber er bezahlte uns in Silber und das war genug. Bruder, geht es dir gut? Ich befürchtete das Schlimmste. Mir geht es gut. Ja, ach so gut. Und vielleicht bleibe ich eine Weile bei den Freunden, die ich hier gefunden habe. Wie du wünschst, Bruder. Und du, Eivor, wohin wirst du gehen? Mit uns über das Meer oder zurück in die Wälder? Ich segle mit euch. Brechen wir auf. Pass auf dich auf, Olaf. In diesem Leben und dem nächsten. Denn dieser. Leb wohl. Leb wohl. Weit windet sich die Walstraße vor mir. Grausam das Geschehen, das mich hergeführt. Mein Los mag meinen Leib an dieses Land binden, doch vorerst beschreite ich die See. Knorr, wie lange der schon tot ist, und ich gebe erst jetzt die Questline ab. Ja. Ich bezweifle, dass jetzt noch irgendwas passieren wird, irgendwas Story-relevantes. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Na, besser ist es. Und dann haben wir offiziell alle Bündnisse abgeschlossen. Na schau, ich mache kurz nach der Mission, schau ich nach, ob ich einen Brief bekommen habe. Sei gegrüßt. Servus. Du warst so lange weg. Warst du besorgt? Selbstverständlich. Solch eine lange Reise. Konntest du tun, was getan werden musste? Ja. Und ich brenne darauf, mich nun um die Dinge hier vor Ort zu kümmern. Gut. Es ist vollbracht. Gorm ist tot.
und der Kyrtvison-Clan aus dieser Welt getilgt. Gut, ich würde gerne alles über deine Reise nach Vinland erfahren, wenn du die Zeit findest. Eines Tages. Sag's nichts dazu. Ich möchte die Bündnis. So. Ich habe es mir an. Ich sollte gehen. Lass mich gehen. Da fehlen mir noch ein paar Rohstoffe. Wie ging das denn nochmal? Wir hatten nochmal den Animus verlassen. Da. Pass sieben, Alter. Was passiert eigentlich? Warum liegt eigentlich Eivors Leiche in Amerika und nicht in England? Oder in Norwegen? Shotgun da umhängt. Na, hier ist eine Luke. Ich weiß ja leider nicht, wo die anderen hin sind. Ich glaube, wir sind ja auf dem Weg nach Layla zu suchen. Das Auto steht auch nicht mehr da. Ah, dann sind wir offiziell wirklich fertig. Ich weiß jedenfalls nicht, was wir noch tun sollten. Dann ist Bumsklo. Eivors Leiche. Machen wir so. Gut. Meine Bewertung fürs Hauptspiel. Schwer zu sagen. Ich gebe eine 8,5 von 10. Denn wenn ich das mit dem vorletzten Teil bewerte und mit dem vorvorletzten Teil, mit Origins und Odyssey, ist das eindeutig der bessere Teil von den beiden. Oder von den dreien insgesamt, das ist der beste Teil. Ich fand geil, dass das andere Ausrüstungssystem, dass du nicht so wie in Origins und so gefühlt einen neuen Helm getroppt bekommst, der vielleicht besser ist. Sondern hier hast du ja, wir haben jetzt die Berserker-Rüstung zu Beginn bekommen, mit der haben wir das komplette Spiel durchgezogen, weil du es einfach verbessern kannst. Das ist geil. Waffen waren auch cool. Spielwelt oder so ist halt, ja, England und Norwegen, alles schöne Gegend und so. Grafik immer eine Bombe. Storymäßig bin ich begeistert, dass jetzt endlich mal so ein paar neue Sachen aufgedeckt werden und neue, dass man mal über was Neues herausgefunden hat, endlich mal. Ich freue mich auch schon, das DLC zu spielen, für mich allerdings erst in circa einem Monat. Ich hoffe, dass die Geschichte weitergeführt wird. Layla, ich weiß nicht, ich bin nicht so begeistert von Layla, weil ich finde, die hat für mich aber keinen Charakter. So einen guten. Das Spiel hatte leider zu Beginn echt Probleme gehabt, irgendwelche Missionen, die nicht abgeschlossen werden konnten, Bugs.
Oder auch, dass manchmal der Charakter nicht klettern will und den ganzen Quatsch. Das Schlimmste waren wirklich diese Mission-Bugs, dass man irgendwie die Hauptstory nicht spielen konnte, weil der NPC nicht da war oder dass ein Item nicht da war, wo es liegen sollte. Das ist erst alles nachfixen musste, aber jetzt, wenn man es jetzt sich holen würde, läuft super. Das Event, was dabei lief, fand ich, langweilig, öde, hätte man weglassen können. Komische Stimmen. Was war das andere nochmal? Stimmt, dann gab es ja dieses Raubflusssystem, das haben wir uns noch gar nicht wirklich angesehen. Wir haben das ja nur dieses Tutorial-Ding gemacht. War auch etwas, was mich jetzt nicht wirklich interessiert hat, muss ich zugeben. Das sind so Sachen, die würde ich ein anderes Mal machen, aber wir haben jetzt, was waren das, 177 Folgen oder so für das Spiel gebraucht. Das reicht komplett. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr euch schon aufs DLC freut und ob ihr irgendwelche Wünsche habt, was ich noch tun soll, ob ich noch Excalibur beschaffen soll und Thors Hammer und die ganzen Bosse noch killen soll, die es noch auf der Spielwelt gibt. Somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und somit auf Wiedersehen.